Guten Tag. Gutmenschen. Adi Gallo. Ist das jetzt schon Demenz oder warst du schon immer so ein Arschloch? Ich lösche dich jedenfalls jetzt. Wom, das saß. Ein verbaler Faustschlag, ein Facebook-Eintrag vom 18. September 2015. Ja, bei mir ist es halt so, dass die Katzen halt hier im Haus die Oberhand gehalten, aber jetzt inspiziert sie die Kamera und macht einen Kameramann. Also weiter. Wom, das saß. Ein verbaler Faustschlag. Ein Facebook-Eintrag vom 18. September 2015, abgefeuert von Adi Gallo, dem Inhaber einer Künstlerkneipe Bistro Gallo am Moselufer bei Koblenz. Grund der Anfeindung: Ich hatte in der Flüchtlingsdiskussion einen Link der evangelischen und katholischen Nachrichtenagentur geteilt. Darin hieß es: 16. September 2015, 6 Uhr. Muslimische Asylbewerber attackieren Christenpaar wegen Holzkreuzkette. HEMA. Etwa 10 muslimisch-algerische Asylbewerber haben im nordrhein-westfälischen HEMA einen christlichen Eritreer wegen seiner Holzkreuzkette angegriffen. Nach Angaben der Polizei begann die Gruppe der Algerier, den 25-jährigen Asylanten, zunächst zu beschimpfen, als sie das Holzkreuz an seinem Hals sah. Daraufhin kam es zum Streit zwischen den Algeriern sowie dem Eritreer, seiner schwangeren Ehefrau und zwei weiteren Begleitern aus Eritrea. Einer der Nordafrikaner schlug laut Polizei mehrfach mit einer Glasflasche auf den Christen ein. Auch seine im 8. Monat, also offenbar erkennbar schwangere Frau, wurde von den Muslimen angegriffen. Dem 25-Jährigen wurde ein Handy sowie Bargeld gestohlen. Er wurde zusammen mit seiner Frau und einem Begleiter mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Einige der Täter konnten entkommen. Einer der Algerier musste ebenfalls mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Wie ein Sprecher der Polizei, der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA, bestätigte, hat es bisher noch keine Festnahmen gegeben. Ob der Streit auf Glaubensverschiedenheiten, Christentum, Muslime zurückzuführen ist, muss im Rahmen der Vernehmungen der Beteiligten noch ermittelt werden. Die Meldung der christlichen Nachrichtenagentur wurde später auch von der Welt aufgegriffen und inhaltlich bestätigt. Nun, Adi Gallo war ein Freund von mir, zumindest ein sehr, sehr guter Bekannter. Ich habe mehrere Filme über sein Bistro gedreht. Per E-Mail nachgefragt, was ihn dazu bewogen hatte, mir so etwas zu schreiben, meinte er: Ich habe immer gedacht, du wärst einer von den Guten. Menschen in Not, die vor Terror, Krieg, Willkür fliehen, zu helfen, ist christliche Nächstenliebe. Aha, ein Gutmensch also. Da half auch nicht meine Antwort per Messenger. Bin ich auch ein Guter, aber es gibt Unterschiede in der heutigen Situation. Ich greife zum Beispiel ganz konkret einem Mädchen, das sich um Flüchtlinge kümmert, finanziell unter die Arme. Mehr kann ich von Thailand aus nicht tun. Aber ich bin politisch gegen eine Kultur der unkontrollierten und offenen Grenzen, wie sie Merkel völlig unnötig und gesetzeswidrig losgetreten hat. Das führt letztlich zu Situationen wie in diesem Artikel beschrieben und wie sie von der Presse verschwiegen werden. Also nochmals, Hilfe ja, politisches Harakiri nein. Danach war Funkstille mit Adi Gallo. Alleine der Hinweis, dass ich Flüchtlinge finanziell unterstütze, hätte ihn nachdenklich stimmen müssen. Aber Gallo war wohl einer von den Gutmenschen der hartgesottenen Sorte, die selbst Fakten als Kritik verurteilen. Ich musste ihm also auch hart kontern. Eine E-Mail an meinen Rechtsanwalt? Kann man gegen eine solche Beleidigung wie Arschloch juristisch vorgehen? Die Antwort in der nächsten Lesung.